Ich bin Anne und ich bin Szenenbildnerin und Ausstellungsgestalterin. Also der Überbegriff ist Szenograf oder Szenografin. Das heißt, man arbeitet generell mit Raum natürlich. Und die Bühnenbildnerin arbeitet am Theater und die Szenenbildnerin beim Film. Also wenn man anfängt, für einen Spielfilm oder Musikvideo zu arbeiten, dann muss man definitiv erstmal das Treatment beim Musikvideo oder das Drehbuch beim Spielfilm auf alles durchgehen, was relevant für Szenenbild ist. Und das dann ganz eng in Absprache mit Regie durchgehen, ja, und dann Moodboards erstellen, Zeichnungen dazu erstellen und dann auch gemeinsam mit der Kamera gucken, wo sind die Kameraperspektiven, wo ist es wichtig, was hinzustellen, was soll gesehen werden. So, und dann hat die oben wie so eine Bubblegum-Lampe sieht die aus. Du meinst jetzt, ach, ich glaube, die steht vorm... Und ich finde es halt immer schön, wenn man jetzt nicht sagt, man geht jetzt 0815 einfach in irgendein Bauhaus oder irgendein Möbelhaus und sucht sich da die Möbel raus, sondern guckt wirklich im Fundus, was haben die dort für Requisiten. Es gibt immer besondere Requisiten, die vielleicht mal für irgendein anderes Set angefertigt wurden, was man immer wieder toll unterbringen kann. Und richtig toll ist es halt, wenn man selbst was designt und es dann auch letzten Endes realisiert. Ja, egal, ob das jetzt Möbel sind oder ganze Raumentwürfe, ganze Kulissen, die man dann umsetzen kann. Man muss sich das so vorstellen, du kommst ans Set als Szenenbildner und es ist erstmal nicht so, wie es sein soll. Und beispielsweise jetzt, ich habe irgendwann mal unter der Regie von Shehad Abdallah für Miss Platinum ein Musikvideo gedreht und da haben wir dann auf einem Friedhof gedreht und da sollte dann ein komplettes Grab ausgestattet sein und da habe ich dann mit einem SFX-Designer ganz eng zusammengearbeitet, der dann aus, ich glaube, das waren Schwarzlichtlampen, hatte der so ein riesengroßes Kreuz gebaut, was dann immer noch von Glas oder Plexiglas ummantelt war. Und das mussten wir dann auch erstmal irgendwie safe aufstellen, dass es überhaupt stehen kann. Und dann haben wir ganz viele Plastikblumen geholt und Leuchtschläuche und es dann halt alles dahingelegt. Sah super trashig aus, aber auch super geil. Es gibt in Deutschland verschiedene Universitäten, die den Abschluss vom Szenenbildner anbieten. Bei mir war es so, dass ich da autodidaktisch reingeraten bin. Also ich habe eigentlich Kunst- und Kulturwissenschaften im Bachelor studiert, auch abgeschlossen und habe dann aber parallel schon angefangen, Musikvideos zu drehen. Es ist sehr von Vorteil, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist. Also das sollte man schon können und man sollte auf jeden Fall sich auch nicht davor scheuen, mit anzupacken. Also man hat immer wieder Sets, wo man ordentlich tragen muss. Und was ich mir so als Leitspruch die letzten Jahre mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, es gibt nichts, was du nicht realisieren kannst. Das ist super wichtig. Und das geht auch immer. Dass wenn man in der Produktion ist, es sehr schwierig ist, nebenher noch ein anderes Leben zu führen. Also man hat immer lange Drehzeiten und häufig wird auch überzogen. Was ich sehr mag an dem Job ist, dass man immer wieder neue Herausforderungen hat. Also man macht immer wieder neue Dinge, sieht neue Locations, neue Leute, man wächst einfach über sich hinaus. Man lernt eigentlich bei jedem Dreh wieder was Neues dazu.